Ja, die Bundespolizei hat hier in Rosenheim am Bahnhof die Insassen eines Zuges kontrolliert. Der Zug kommt aus Ungarn. Wir haben darin Personen festgestellt, die aus der Ukraine kommen. Die Vertriebenen haben zum Teil biometrische Reisepässe. In diesem Zug waren es rund 80 Personen, 80 Vertriebene, die biometrische Reisepässe haben und damit ohnehin legal einreisen. Etwa 40 Personen haben wir aus dem Zug herausgebeten für eine erste Registrierung in der Dienststelle der Bundespolizei in Rosenheim. Diese Vertriebenen haben keinen biometrischen Reisepass und werden deswegen einer grenzpolizeilichen Befragung und einer anschließenden Erstregistrierung zugeführt. Anschließend können diese Personen nach der Registrierung wieder zurück zum Bahnhof. Sie fahren auch wieder mit dem Bus hierher und von hier aus dann weiter zum Münchner Hauptbahnhof. Und in München erfolgt dann die Aufnahme in der Aufnahmestelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Ja, wir sind darauf vorbereitet, weiterhin diese Erstregistrierung durchzuführen. Über die Größenordnung können wir nur spekulieren. Wir haben bisher pro Zug etwa 50 bis 100 Kriegsvertriebene festgestellt. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich entwickelt.